auch an diesem Wochenende gehen die Angriffe auf die kritische Infrastruktur in der Ukraine weiter. Wegen der Zerstörungen und der miserablen Strom- und Wärmeversorgung in dem Land erwartet Manfred Weber, der Chef der Europäischen Volkspartei im EU-Parlament, einen wörtlich dramatischen Fluchtwinter. Die Kämpfe im Osten der Ukraine, die gehen unterdessen verbittert weiter. Über die aktuelle Lage berichtet Sandra Saatmann. Wieder ein Supermarkt, wieder eine Drogerie, eine Bushaltestelle. Mehrere Granatenbeschüsse haben in Donetsk für Zerstörung und Chaos gesorgt. Wer verantwortlich ist, unklar. Aber dieser von Russland installierte Militärverwalter meint, den Schuldigen zu kennen. Das sind doch keine Menschen. Sie treffen einen Platz, wo sich Leute zusammenfinden. Freitagsabends. Hier sind doch keine militärischen Objekte zu finden. Ich kann nichts Gutes sagen über diese Verbrecher. Und während klar wird, wie offenkundig Russland zivile Ziele und die Energieinfrastruktur der Ukraine angreift, diese Satellitenaufnahmen von Mariupol zeigen es, nutzt Putin den Winter als vielleicht mächtigste Waffe für sich. Ganze Wohnblöcke ausradiert, das berühmte Theater von Mariupol eine einzige Ruine. Viele Millionen haben schon zermürbt ihre Häuser verlassen und sind geflohen, viele Millionen werden folgen. Die Kämpfe gehen unterdessen unvermindert weiter. Russische Streitkräfte versuchen weiterhin, die Stadt Bachmut im Osten einzukesseln. Außerdem gibt es neue Offensiven der Russen im Süden, bei Cherson und bei Odessa. In Kiew gibt es Medaillen für diese sichtlich gezeichneten ukrainischen Soldaten, heimgekehrt aus russischer Kriegsgefangenschaft. In den vergangenen Tagen hatten Russland und die Ukraine mehrmals Kriegsgefangene ausgetauscht. Hier Bilder heimkehrender russischer Soldaten am Militärflugplatz Tschalowski bei Moskau. 1331. Das ist die Zahl derer, die wir aus der Kriegsgefangenschaft seit Februar befreien konnten. Kein einziger Ukrainer wird in russischen Gefängnissen und Lagern zurückgelassen. Gibt es einen Zusammenhang zwischen den Briefbombenserien an Unternehmen, Botschaften und Politiker, unter anderem in Spanien, Tschechien und Kroatien und dem Ukraine-Krieg? Spanien vermutet ja, hat das Land doch jetzt aktuell Hawk-Flugabwehrsysteme in die Ukraine geliefert.